Deswegen hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Ansonsten wäre ich schon fertig. Sonst wäre ich schon wieder da gewesen. Ich habe jetzt nur meinen O-Saft vergessen. Aber ich habe ja noch Wasser. Ja, weil Frittus muss gleich wieder weg. Er ist jetzt nur ganz kurz zu Hause. Und dann ist er wieder für 2 Stunden weg. Und ja. Deswegen wollte ich da einmal schnell in Butzi abkassieren. Gothic, da werde ich ja nicht übrig. Gothic, Gothic, was ist mit Gothic? Ich liebe Gothic. So. Was mussten wir, wo mussten wir, was ist unsere Aufgabe? Gothic, ja, Gothic ist geil. Gothic ist richtig geil. Oh mein Gott, das geht auf Orangensaft. Oh, es geht los, es geht weiter, oh Gott. Warte mal, Feldhandbuch war es, ne? Nebenaufgaben. Hochprozentiges. Erzsamen, wo kriege ich denn Erzsamen her? Besiegen 7 Eiswölfe. Okay, 7 Eiswölfe, das kriegen wir hin. Einmal Ventilatoren machen. So. Ja, Eiswürfe gibt es auf jeden Fall genug. Ich weiß noch nicht, woher wir die Erdsamen kriegen sollen. Das erschließt sich mir noch nicht ganz. Hi. Ein mächtiges Badabu. Jo, geile Attacke. Also ich find's egal. Der hat das Boom gemacht. Da sind noch mehr Eiswölfe. Woher kriegt man jetzt diese Erdsamen her? Das heißt, wir müssen hier so viele Monster töten, bis wir irgendwann die Erdsamen haben. Steht halt auch nicht dran, bei welchen Monstern wir das kriegen. Lucius! Vielen lieben Dank für deine Stufe 2 Resub. Im 5. Monat. Du wirst natürlich auch direkt von den ganzen Kätzchen und dem Hype begrüßt. Oh ja, Frutus. Wir sind heute mega durchgedreht. Es gibt heute verdammt viele Flachwitze. Mappa! Baby! BB-Mappa. Wie war die Arbeit noch? Flachkörper. Flachwitz, aber Flachkörper geht auch. Hallo, Eiswölfe. Überfordernd. Das klingt stressig. Das klingt sehr stressig. Ob noch Korsika Flachkörper machen. Ja, dann machen wir alle mal den Flachkörper. Los, Korekrei Tausaba. Skoshua Anzen ni Torel Yoni Natadaro. So. Aber wo kriegen wir jetzt die Erdsamen her? Erdsamen, Erdsamen. Das waren auf jeden Fall Weizen, keine Erdsamen. Das muss gar nicht an die Nordsee. Also ich mag ja die Ostsee lieber als die Nordsee. Wenn wir jetzt da mal gerade bei den Seen sind, bei den Meeren.
Und tschüss. Okay, scharfer Zahn. Ja, wo kriegt man die? Okay, das haben wir. Erstatter. Warte Gott, du willst. Du willst mich besuchen. Wo wohnst du an der Ostsee? So, wenn im Lurk muss noch etwas machen. Mach das. Kuschel dich gemütlich in den Katzenkorb. Dann waren wir ja quasi bei dir um die Ecke am Samstag. Wir sind nämlich für einen Kurztrip an die Ostsee gefahren. Wir waren einmal in der holsteinischen Schweiz und dann sind wir einmal hoch nach Heiligenhafen gefahren. Verlass uns nicht. Du, bitte, was ist los mit dir? Du bist ja heute richtig anhänglich. Weißt du, erst Iron? Jetzt Frisches? Habe ich was verpasst? Wobei, Mappa wolltest du, glaube ich, vorhin auch nicht gehen lassen. Meine ich. Ich brauche das. Weißt du, das klingt wie so auf Droge, ne? Ich brauche das. Ich brauche das. Oh Gott. Ja. Dufte, du kleine Suchti. Ich weiß nicht, wo wir Erzsamen herkriegen. Hat mir einer verraten, wo wir Erzsamen herkriegen. Wo gibt es Erzsamen? Ich brauche Erzsamen. Ich weiß nicht mal, wie viele wir haben. Ja, so leicht. Vielleicht aus Erde. Wäre eine Möglichkeit. Ich meine, wir sollen es von Monstern kriegen, also wäre das durchaus eine Möglichkeit. Wie gesagt, wir brauchen das, um. Sorry, Schatz. Jetzt wird das ja aber ein bisschen schnulzig. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo wir die Dinge herkriegen, beziehungsweise ob wir schon welche haben. Ist mir noch nicht ersichtlich. Erzsamen, doch, wir haben schon welche. Aber die kriegen. Wo kriegen wir Erzsamen her? Wir brauchen noch zwei Erzsamen. Zwei. Dann haben wir's. Scharfer Zahn. Wo kriegen wir von welchen Viechern kriegen wir die Dinger? Oder kann man die aus Erzen kriegen? Weil dann kann das ein bisschen dauern. Geil wäre es, wenn wir die schon von Anfang an dann gehabt hätten. Warte mal, vielleicht von der Gegnerart da oben. Das sind doch diese fetten Brummer da gewesen. Ja, genau die da. Vielleicht von denen.
Hi. Vielleicht bin ich ein Berserkern. Au, 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 au. Warum tun die so weh, ey? Oh Gott, unsere Heilerin ist tot. Also einfach ist was anderes. Aua. Der war geil. Aber kriegen wir trotzdem nicht davon. Ich muss gegen Roppa kämpfen. Gott, was war denn jetzt aber Roppa? Ey, so ein Stück. Jetzt sind Druckmob aber nur selten. Mhm. Gut, warte mal. Das waren die ja nicht. Was wart ihr nochmal für Viecher? Habe ich, okay. Habe ich das auch nicht. Aber danke mal fürs Nachgucken. Die waren Grotte. Oh, also den Weg wieder zurücklaufen. Okay. Gut. Ja, dann kann das auf jeden Fall etwas dauern. Dann müssen wir einmal in das Gebiet davor zurück. Aber vielen, vielen lieben Dank fürs Nachdenken. Einmal. Ich habe mit dem letzten Schlag mal gewartet. Okay, dann also hier hinten hin zurück. Ich glaube, das hätte noch Stunden gedauert. Müssen wir nämlich ja einmal hier hinten zurück. Das ist hier kein Problem. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, lasst mich, lasst. Diesen Russenzopf neulich schon. Nee. Den habe ich ihr. Oh Gott. Kurz nachdem du, glaube ich, weggegangen bist. Kurz nachdem du in den Lurk gegangen bist, habe ich ihr den, glaube ich, verpasst. Da dachte ich mir nämlich mal, ich könnte mal ein paar Frisuren ausprobieren. Wir haben ja hier noch, warte mal. Hab denn hier auch noch sowas? Sowas zum Beispiel hätte ich. Sowas halt auch noch. Sowas hier. Also ich will das alles mal so ein bisschen durchprobieren dann später. Das hier finde ich zum Beispiel schön. Aber wenn du es ganz groß haben willst, haben wir auch das hier. Damit haben wir es ganz russisch. Dann schon wieder Pferdeschwanz und ich habe Schlipper Pferdeschwanz gelesen. Ja, das ist der Schlipper Pferdeschwanz. Ja gut, wir haben dann auch noch hier so ein Standard. Das ist ganz normal.
Aber wir kriegen dann halt auch was vom Spiel selber noch aus, glaube ich. Und das hier war halt Standard, genauso wie hier die Outfits. Die will ich dann auch nochmal alle einzeln anziehen. Das ist hier halt zum Beispiel ihr Standard-Outfit. Nein. Genauso wie wir jetzt auch den nächsten Charakter haben. Die hat hier halt auch verschiedene Outfits. Werden wir dann auch nach und nach mal anprobieren. Ja, er hier auch. Kann ich auch mal wieder das normale nehmen. Dann laufen wir wieder im normalen Outfit rum. Zum Beispiel. Ich will das immer so ein bisschen im Wechsel machen. Die keine Ohren und keinen Schwanz. Die neue noch nicht, nee. Aber stimmt, wo du es jetzt sagst, wir haben Wolfsohren bekommen. Und ich glaube, wir werden sie zum Wolf machen, oder? Also eigentlich ist es, ne, eigentlich müsste sie eine Eule sein, aber wir haben leider nichts für eine Eule. Wir haben eine Brille mit Rahmen. Hund ist ja hier unser Alfen. Die Hasenohren gehören jetzt zu Shion. Hasenohren, nein. Wir haben dann hier auch noch so Flügelchen, aber die will ich auch noch nicht machen. Deswegen, wir bleiben, glaube ich, bei den Wolfsohren. Es sei denn, wir kriegen irgendwann nochmal irgendwann noch Eulen-Accessoires. Dann Eule. Katze, wenn dann wie in F14. Das wäre geil. Das wäre geil. So. Ihr seid Steinstatuen. Ja, da war unter Druck, schaut man nicht. Ja, gut, auch wieder wahr. Sie hier hat. Sieht man nur laut vor lauter Haar nicht. Da sind unsere Killergurken. Oh, das kann dauern, bis wir diese Scheiße da kriegen. Seltener Kern. Ja, seltener Kern brauchen wir nicht. Ja, wenn ich wüsste, wie die Viecher nochmal aussahen. Erdsamen, Nummer Uno. Also, wir brauchen nur noch einen. Nummer Uno, ja klar. Warte mal. Wo war das jetzt? Doch, Materialien. Ja, einen brauchen wir noch. Einen. Oh Gott. Das kann ja was werden.
Warte mal, hier hinten ist noch irgendwo was. Hier habe ich was übersehen. Das ist die über den ersten am liebsten. Gothic 1 ist geil. Steht noch auf der... Also auf der Discord-Wunschliste für Spiele. So, jetzt mütterliche Pflichten. Alles gut, Iron. Auf Discord könnt ihr ja auch schreiben, wenn ihr mal Wunschspiele habt, die ihr irgendwann mal im Stream haben wollt. Oder meint, man müsste sie mal gespielt haben. Ich muss gerade mal gucken, warte mal. Ja, bei Streamspielvorschläge. Da könnt ihr dann gerne, wenn ihr mal reinschreiben möchtet und Spielideen habt, könnt ihr das da gerne reinpfeffern. Da dürft ihr euch austoben. Ihr könnt mir da so viele Spiele reinhauen, wie ihr wollt. Mass Effect. Hab ich sogar. Ich glaube, Teil 1 habe ich. Ich glaube, Teil 2 auch. Aber nie gespielt habe ich. Irgendwann mal geschenkt bekommen. Und ja. Ah nee, Quatsch, das haben wir gar nicht mehr gesehen. Das wird einfach immer nur erneuert. Hatte ich das jetzt? Ja, erst wir haben 4. Jetzt ist die Frage. Doch, in die Richtung muss ich wieder. Oh Gott. Und runtergekommen. Nee. Wenn ich da runterspringen würde, würde ich mir erstmal alle Knochen brechen. Man hat ihr Höschen gesehen. Man hat das Höschen gesehen. Oh shit. Also warte mal, haben wir noch Punkte zum Verteilen? Splitter-Schlippi. Rinwer. Ja. Verdammt, und ich habe gerade weggesehen. Ja, leider zu spät, Mappa. Leider zu spät. Vielleicht haben wir ja noch mal die Möglichkeit. So, ja, das haben wir fertig. Beschwört einen vielen Sturm herauf, der Gegner in die Luft wirbelt. In verbogener Art, der seinen Schweißschläge ausführt, mit einem dramatischen Hieb endet. Das klingt ja eigentlich ganz gut, ne? Wollen wir den rauen Wind oder den Sternstaub nehmen? Wir nehmen Sternstaub. Es gibt nur eine seltsame Frage. Unauffällig Andromeda unter den Tisch. Der Beschieb. Ei. Ei. Dann muss bei Mass Effect den ersten anfangen. Ich glaube, das wird kein Problem sein. 549 hat die Gute. Ja gut. Luna-Stoß. Kickt deinen Feind in die Luft und schießt auf ihn. Einmal. Das war's dann auch schon wieder.
Naja. Aber wir konnten wenigstens was auswählen. Run, girl. Immer diese Mod-Gespräche. Na doch, wir können, glaube ich, von da runter springen. Wir versuchen es einfach mal. Jetzt habe ich vergessen, die Technik auszurüsten, ne? Wenn ich eine neue Fähigkeit bekomme, sollte ich sie vielleicht auch ausrüsten, ne? Sternstaub. So, jetzt die Frage, kann ich hier runterspringen? Wahrscheinlich nicht. Doch, kann ich. Geil. Ja, so haben wir uns den Weg gespart. Aber dann will ich mich hier einmal noch kurz ausruhen. Ja, einmal ausruhen. Tega omou you ni ugokanai. Kono samusa da kara ne. Karada wa shoujiki da yo. Eieiei, was haben wir denn jetzt hier alles? Obst-Sandwich, Erfahrungsboost, KP nach Kampf feilen, Verteidigung, erhöhte Menge Erz. Ja, da würde ich doch eigentlich eher den Erfahrungsboost nehmen, ne? So. Mina, Jimmy war Ika. Anosa, Watashino, Mahono Kotodakeda. Amario Piranistoskunaindana. Gome. Anomura de Scatteoite, Imasarato Yukimosurkedo. Jose Sion. Anohitova. Eh? Silfaga Sinanoga Yadata. Dakara. リンウェルが助けてくれなかったら危なかった。ありがとうな。 Oh, diese Eule. Mini Eule. Eule. Also Iron. So, warte, hier haben wir noch ein Gespräch. Anoko, saki kara ugokanai kedo. Daijoubu nano? Honto da. Dou shita ndaro? Koi koi. Hora. Shimatta. Lol, diese Eule. Sumanai, Rimeru. Fururu ga inakunatta. Wenn du den Schlüpper wechselst, nimm den mit Herzchen. Mit Herzchen und Glitzer bitte. In Pink. Das ist schon wieder vor Mann hier. Ich bin schon wieder vor Mann hier. Nimm den mit Entchen. Okay, mit Entchen und in Rosa, ja? Ich kann die besitzen. Ich kann die
Mit Entchen und dem Schweinchen rosa, bitte. Mit Rüchen. Mega Glitter. Super, hyper, mega Glitter. So viel Glitzer, dass das ganze Ding schrumpft. So, eine Quest. Ja. Hey, wir sind zurück. Wir haben so viele Zeuge in der Nähe erledigt, wie wir nur finden konnten. Ich muss immer shoppen gehen, sowas gibt der Schrank nicht her. Ach, schade. Das macht es hoffentlich etwas sicherer, hier herumzulaufen. Jana. Ich weiß nicht, was du vorhast, Kleiner, aber ich hoffe, es wendet sich alles zum Guten für dich. Wir sehen uns. Warte. Ich verstehe das nicht. Warum habt ihr das getan, obwohl ihr nichts dabei gewinnen könnt? Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts unternommen hätte und die Zöge dich nachher zum Frühstück verspeist hätten. Darum. Und deshalb habt ihr die Zöge bekämpft, obwohl es hier nur so von Schlangenaugen bimmelt? Wenn man dafür sorgen kann, dass niemand stirbt, ist das doch ein guter Grund, alles Mögliche zu tun. Meinst du nicht? Seid ihr auf dem Weg hier vielleicht einem Mann begegnet, der einen Gemischwarenladen in einer kleinen Hütte betreibt? Jetzt, wo du es erwähnst, ja, sind wir. Warum? Brauchst du etwas von ihm? Da gibt's jemanden, den ich heiraten will. Hm? Schon verstanden. Du wolltest in den Laden, damit er dir eines dieser Dinger macht, hm? Weißt du, wovon er spricht drin will? Natürlich. Früher schenkten die Leute in Syslodia einem geliebten Menschen diesen besonderen Eulenamulett als Zeichen ihrer Gefühle. Frisches, ich will ein Eulenamulett! Frisches denkt sich jetzt auch nur so, oh nein, bitte nicht. Lass mich da raus. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Es ist eine wirklich alte Tradition. Ich hätte nicht gedacht, dass heute überhaupt durch jemand davon weiß. Das stimmt. Ich weiß, es klingt seltsam. Aber angesichts der Sitten in Syslodia hielt ich es für sehr wichtig, mir diese Mühe zu machen. Es ist nicht seltsam. Ich finde, es ist eine wunderschöne Geste. Warte mal, wenn du nur einen Gemischtwarenladen brauchst, gibt es in diesem Dorf etwa keinen? Der Mann, dem der Laden in der Hütte gehört, ist ein alter Freund aus Kindheitstagen. Dieses Amulett ist mir sehr wichtig, daher will ich, dass es von ihm stammt. Naruhodo. Jetzt verstehe ich. Klingt so, als hätte sich die ganze Zeugejagd also gelohnt, hm? Sonst hätte ich nie die Gelegenheit gehabt, etwas über diese besondere Tradition zu erfahren. Danke für alles, was ihr getan habt. Das werde ich nie vergessen. Juhu. Oh, wir kriegen die Orangen-Gelee, das ist gut. Das hat doch auch einer in die Konfetti-Kanone geschissen. Wie kommst du darauf, Iron? Der Konfetti mit Duftetups ist aber für den Arsch. Ihr kommt drauf an, wie man es nimmt, ne? Ihr kommt drauf an, was man gegessen hat. Was die Kanone gegessen hat. Morgen fährt Frisches in den Wald und besorgt eine Eule und macht eine Kette dran. Ja, ist echt so mapper. Oder fährt einfach in den Zoo, holt eine der Eulen aus ihrem Gehegen und hängt der eine Kette um. Und dann haben wir neben drei Katzen, einem Hund, einem Hasen und einigen Fischen und Krebsen auch noch eine Eule im Haus rumfliegen. Und die Katzen denken sich nur so, oh, geil, Mittag, ja, das will ich jetzt essen. Die Eule überlebt keine 2 Stunden. Oder der Kater überlebt keine 2 Stunden. Das macht es irgendwie nicht besser. Iron, du weißt, das Niveau bei uns ist schon lange, lange, lange abgefahren. Wir hatten, glaube ich, noch nie ein Niveau. Es gibt hier einfach keins. Die fliegt nicht, die hast du ja oben als dein Amulett. Na, ich glaube, die Eule bleibt nicht um meinem Hals. Oder ich hänge dann mit dem Kopf aber so nach unten. Oh, die Eule denkt sich, lecker, schier die lange nicht mehr. Ist das nicht diese Sandcreme? Ja, genau, Iron, genau.
Wir sind wieder da. Das ist alles, was du brauchst, um den Spülergen da zu brauen, oder? Ja, das ist es. Macht es euch wirklich nichts aus, es mir zu überlassen? Wie wir schon sagten, wir wollen einfach helfen. Also greif zu. Wir geben es dir gern. Oh, na gut. Aber ich muss einfach fragen, wie um alles in der Welt brauchst du da aus dem Zeug Alkohol? Im Prinzip kannst du einfach so reinbeißen, aber niemand wäre blöd genug, die kostbaren Zutaten so zu verschwenden. Man muss die in Schnee packen und dann eine Woche lang am Feuer liegen lassen, wenn man den geschmolzenen Schnee destilliert. Puff. Yeah. Wir gehen dann mal ganz langsam zurück. Aber man muss vorsichtig sein. Es ist so stark, dass man damit die halbe Bude abfackeln kann, wenn man nicht aufpasst. Fühlt ihr euch einsam durch Handcreme? Die zieht schnell ein. Der ist gut. Wow, jetzt will ich ihn mal probieren. Nicht, bis du alt genug bist, Rinwill. Ich weiß, du musst mich nicht daran erinnern. Aber wie ich schon sagte, ohne dieses Zeug kann ich niemals draußen arbeiten. Hochprozentiges. Ach ja. Ah, okay, durch die Aufträge kriegen wir also auch Erfahrungspunkte, das ist gut. Hier können wir noch was beenden. Dann haben wir das nämlich auch vollständig. Als nächstes kommt das Ding hier. Oder nee, das hier. Titel Flammenschwert. Rebellischer Funken. ...800 braucht man dafür immer noch. So nicht besser, desto schneller ich... ...mit der Zwölfte nachgucke. Möglich ist hier mit nur 1 KP... ...einen gegnerischen Angriff zu bestehen... ...beim Angriff, der normalerweise seine K.O. bedeuten würde. Ich glaube, darauf sparen wir. Also, jetzt können wir die Hauptquest weiterverfolgen. Gleich. Nach der Szene.栄翔がある類のやつは遠くから仕掛けてくる上に威力もあって厄介だな。私邪魔できると思うよ。邪魔？栄翔している時って心が無防備になるんだけど、その隙に集まった力を横取りする技があるんだ。横取りってどうするんだ？それで自分で好きな時に使えるように取っておける。 横取りした力を解放するだけだから、その一回きりだけどね。ビリオレ、いや、ich auch、マパ、ich auch。相手はしばらく栄翔できなくなるはずだよ。相手の術を奪える上に、しばらく使えなくする。リンベルの魔法は相手の術を奪える上に、しばらく使えなくする。リンベルの魔法は相手の術を奪える上に、しばらく使えなくする。 Na dann. Die sieht so ein bisschen aus wie Furby aus. Ja, oder? Oh, Furbys wollte ich früher mal haben. Das klappt erstaunlich gut. Ich bin überrascht. Aber ich glaube, du auch, oder? Milch! Hier sehen echt seltsam aus. Hallo. Danke, ich hatte einen. Der konnte nur echt. Kannst du ja schon, wie lange das mit dem Kater klappt. Kannst du mir berichten? Meine Sensation, wir nehmen sogar die Wäsche ab. Ach, deine auch, Mappa? お仲間を取り戻したいなら急ぐことだ。シスロデンに連れて行かれて戻ってきた奴はいないんだ。おい、やめとけ。せっかく助かったのに。構わんか。密告した気がすればいい。
シスロデンは収容所なのか。主婦なんだろう。主婦だとも。だが同じことだ。移動を禁じられてる俺たちにとってはな。俺の親も兄弟も蛇の目に連れて行かれてそれきりだ。きっともう生きちゃいない。行けよ。それで一人でも多くの蛇の目を殺してくれ。行こう、シスロデンへ。強く生きるため弱さを隠して恐れずに挑みが始まる。